Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Phoenix Rising. Als erstes muss ich sagen, ich habe einen Part aufgenommen, aber irgendwie hat mein OBS nicht aufgenommen, keine Ahnung. Es stand zwar Aufnahme läuft, aber am Ende war nichts hier. Ja? Es war jetzt nicht der spektakulärste Part, wir haben da dieses Gewölbe da drüben erledigt und ich habe hier über Ubisoft Connect habe ich hier mit wo haben wir's? Über diese Credits, die ich einfach hatte, hier diese hier, habe ich mir ein paar Sachen geholt, gekauft, beziehungsweise einfach so ein paar Designs, musste ja nichts bezahlen oder so, ich hatte diese Credits schon, habe hier Rüstung des Stadions oder mächtige Söldlingsrüstung geholt und einfach hier ein paar Designs, unten Tränke, Ressourcenpaket. Ja, das hat somit geendet, dass ich hier in den Anpassungen einfach ein paar neue Designs hatte. Und mit denen spielen wir jetzt vorübergehend. Und die Quest ist es ja, zur Halle der Götter zu gehen. Und das ist der Plan heute. Und da ist ein Bär. Ja, Bären habe ich auch einige bekämpft im letzten Part. Dann bekämpfen wir doch noch ein paar. Oh shit. Der läuft einfach drüber, als wäre es nix. Steine. Hier. Ja, sehr gut. Und hopp. Ich brauche noch mehr. Ach du Scheiße. Jetzt hat er die Steine kaputt gemacht. Wunderbar. Noch einen bitte. Und hopp. Ja, das wollte ich genau vermeiden. Sehr gut. So, der erste Bär ist erledigt. Come on. Ich habe ihn fast. Jetzt sollte er bald mal betäubt sein. Komm schon. Ja, da statt betäubt einfach tot. Ist auch gut. Okay. Machen wir mal so einen Granatapfel. Ich heile mich außerhalb des Kampfes nicht. Das ist natürlich doof. Aber wenn ich mich heile, dann füllt es wenigstens den aktuellen Balken auf. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Okay. Nice, nice. Haben wir noch ein paar Früchte zum Mitnehmen? Was sind das schon wie olympische Feigen? Okay. Was ist das da? Nichts, was ich mitnehmen möchte, beziehungsweise bekämpfen möchte. Aber den Bären hier können wir bekämpfen. Und zwar problemlos. Oder auch nicht. Das ist natürlich doof. Aber okay. Oh shit. Komm schon. Oh, ja, man muss halt schon treffen, wenn man die Steine wirft. Ja, wenigstens ein bisschen getroffen. Ich finde die Zeitlupe noch nice, wenn man ausweicht. Aber er hat mich trotzdem getroffen, habe ich gesehen. Aber egal. Er ist kaputt. Das ist die Hauptsache. So, nehmen wir hier mal Apollons Pfeil. Und hopp. Und noch einen. Olle hopp. Ich habe getroffen, okay. Das erste Wildschwein müssen wir erledigen, bevor die anderen hier sind. Komm schon. Wunderbar. Hey, 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 hey. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Komm, betäubt das doofe Schwein. Ja. So, das zweite ist erledigt. Und jetzt das nächste.
Sehr gut betäubt. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Aber weiter heilen kann ich mich irgendwie nicht. Naja. Dann, wo sollen wir hingehen? Das ist die Frage. Die Halle der Götter entdeckt. Und da ist auch ein schöner Bär. Ja. Ja, hier nach oben kann er ja nicht kommen. Dann bekämpfen wir ihn von hier. Easy going. Oh shit, das ist auch ein zweiter Bär. Hoppala. Ja. Odala. Zum Glück habe ich Steine. Oh shit. Ja, das war jetzt nicht so gut. Hat's noch mehr? Ja. Wunderbar. Ich will den Stein da. Geht aber nicht, ha? Dann machen wir es mit Pfeil und Bogen. Komm schon. So. Ja, zum Glück habe ich diesen Bären noch bemerkt. Sonst wäre es nicht schön geworden. Hier nehmen wir noch blaue Pilze mit für die Ausdauer. Hier ist noch mehr. Was ist hier versteckt? Was versteckt der Baum? Ein Goldbärenstein. Okay. Baumstämme kann ich auch werfen. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Dann gehen wir weiter. Zur Halle der Götter. Oh, die Pilze nützt ja fast gar nichts. Lol. Da unten erwartet uns nur der Tod gefühlt. Dann gehen wir hoch. Die Ausdauer sollte reichen, oder? Ja, ja. Feinde hat's hier? Welche? Nö. Okay. Na dann. Sind wir ja schon fast da. Müssen wir nur noch hochklettern. Ja, viel weiter als zum Start der Folge sind wir nicht. Und da ist eine Truhe und Feinde. Aber die werden ja nicht wissen, von wo ich schieße, oder? Habe ich nicht getroffen? Oh shit. Das macht keinen Damage. Warum nicht? Sind das Verbündete oder? Wir hinterlassen unsere Spuren auf der Goldinsel. Hoffentlich räumt hinterher jemand auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das Verbündete sind oder Feinde. Hm. Was haben wir hier noch Schönes? Granatäpfel. Wo ist dein Bruder Ligyron? Der soll ja unglaublich sein. Ah, Verbündete. Ja, dann muss er nicht auf die schießen, wenn sie verbündet sind. Sehr gut, dann können wir die Truhe ohne Kampf nehmen. Oh, Granatäpfel, immer gut. Ich bin etwas neidisch auf die Menschen, die versteinert wurden. Bist du bekloppt? So, Blumennektar. Paar olympische Feigen. Hier hinten ist noch mehr. Das ist ja eine richtige Goldgrube hier. Weiß zwar nicht mehr, für was alles gebraucht wird, aber... Oh, shit! Was ist denn jetzt los? Ich brauche Steine. Was ist denn los? Was ist mit dem los, ey? Hey, 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 ey! Ach Gott. Komm, geh hoch. Hier oben waren Steine.
Warum geht das nicht? Ja, geht doch. Ja. Oh, ich hab nicht getroffen. Scheiße. Los, gib ihm. Warum treffe ich nicht? Geht doch, aber hat kein Damage gemacht. Ja? Ja, ich hab den eigenen Mann getroffen. Geht doch. Ja, ich lock ihn mal ein bisschen zu mir. Oh, shit. Dankeschön. Oh, es gibt keine Steine. Ja, solange ich hier oben bin, kann er mir nichts machen. Außer Steine werfen. Okay, hat sie hier noch irgendwo Steine? Da hinten. Ja. Und hopp. Ja, das war doch guter Damage. Okay, frisst den Granatapfel, wir gehen in den Nahkampf. Oh shit. Ja, das ist nicht schlecht, Damage. Wenn ich ihn betäuben kann, das wäre natürlich das Beste. Ja, da haben wir ihn, komm. Oh, der frisst so kein Damage. Komm schon. Ja, schöne Zeitlupe jetzt. Und da ist er erledigt. Ah. Okay. Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier ein Zyklop auftaucht. Effektiv nicht. Aber egal. Ja. Dann, klettern wir nach oben. Würde ich mal behaupten. Wenn es denn reicht. So, jetzt müsste es reichen. Wahrscheinlich wäre die Ausdauer ziemlich knapp geworden. Was ist das denn hier? Oh. Ein blauer Pilz, den nimmt man mit. Ist hier noch was versteckt? Nee, also einfach die blauen Pilze hier. Und olympische Feigen. Oh shit. Reicht das zum Klettern? Ah ja, ja, ja. Hier ist ein Vorsprung. Das ist okay. Kein Problem. Kann ich das kaputt machen? Natürlich nicht. Aber, für was sind denn schon wieder die olympischen Feigen? Zeig mal her. Diese seltene Kulturfeige ist sehr proteinreich. Man findet sie oft in der Nähe von Häusern und Tempeln. Ja. Aha, ja gut, ich kann Tränke damit machen. Aber was für Tränke? Hä? Toll. Geht ja gar nicht. Da brauche ich hier die Goldbärensteine. Ha. Und für was sind die olympischen Feigen? Bringen die mir überhaupt was? Ich glaube nicht, oder? Ha. Keine Ahnung. Wir gehen weiter hoch. So, da ist sie. Die Halle der Götter. Da ist noch ein Geist oder so. Oder was ist das?
Ja. Da, sprich mit der anderen Seite. Ah, das war eine Quest. Oder was? Besiege den Kerberos einer anderen Welt. Jo, 400 Meter entfernt. Perfekt. Nee, will ich nicht. Ich will hier. Halle der Götter. Das ist unser Ziel und nicht da. Cerberus. Also der ist schon auch ein Ziel. Aber nicht jetzt. Unser Ziel ist die Halle der Götter. Und hier wartet Hermes. Der Anblick der großen Halle verschlug Phönix den Atem. Das ist unglaublich. Naja. So, Gebäude mit einer Halle. Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken. Also, sind wir hier sicher? Weißt du noch, was ich Typhon gestohlen habe? Es war ein kleines Stück seines Auges, damit dieser Ort vor seinen fürchterlichen Blicken verborgen bleibt. Gern geschehen. Du sagtest, das wäre die Halle der Götter. Nun, wo sind sie dann alle? Ich fange mal ganz von vorne an. Mit der Hand auf Phönix Schulter erzählte Hermes die Geschichte von Typhon, dem Göttervernichter. Typhon, Sohn der Gaia, war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Wie er das wurde. Und unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Wenn ich nur immer noch so gut in Form wäre. Viele Jahrtausende saß Typhon dort fest, bis Helios sich verfinsterte und brennende Sterne vom Himmel fielen. Die Sterne schmolzen Typhons Ketten und in einer Explosion aus Feuer und Rauch barst Typhon aus dem Berg hervor. Die Götter hatten ihm Unrecht angetan. Nie wieder, schwor er. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden büßen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Zerstöre den Vorhang, der dieses heilige Land von der Unterwelt trennt. Lass Tartaros unter den Göttern wandeln. Zertrampelt, vertilgt und zermalmt die falschen Götter zu Staub. Kommt, Olympia! Schwingt eure Waffen und stellt euch mir! Ihr habt meine Macht unterschätzt und euch in eurem Hochmut gesonnt. Beugt euch meiner unerreichten Vollkommenheit! Manche Götter flohen. Manche blieben und kämpften. Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich. In einem letzten verzweifelten Versuch, ihr Land zu retten, riefen die Götter die alten Helden. Die letzten Krieger, in deren Venen noch ein Mindestmaß an göttlichem Blut zu finden war. Schwach und selbstverliebt. Eure Helden werden nur noch ein Schatten ihrer selbst sein und mir bis in alle Ewigkeit dienen. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien... tauchte Phönix auf. Also ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, den alten Glanz wiederherzustellen und die Welt vor dem Chaos zu bewahren. Wir haben nur noch dich, Phönix. Aber keinen Druck. Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon? Ah, vergiss es.
Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wiedervereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Das klingt gar nicht so leicht. Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Gut, hör mal. Ich bin nicht perfekt, ja? Ich meine, ich war's, der Pandora zur Erde gebracht hat, um Zeus willen. Aber vielleicht, nur vielleicht, bist du der rechte Held zur rechten Zeit. Und ehrlich gesagt, bist du auch der Einzige, der noch da ist. Alle anderen wurden schon besiegt. Viel Glück. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich, alles vorbereiten. Dann, danke? Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön. Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden. Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst, also bin ich nicht ganz sicher. Und was heißt das jetzt? Das wirst du schon sehen. Okay. Nach. Was würde mein Bruder tun? Legyron würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen, wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Wem mache ich was vor? Das ist zu viel für mich. So, mehrere Quests angenommen steht da. Was ist das da? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Also dieser Hermes. Komisch. Naja, also dieses Ziel ist, die Götter wiederzubeleben sozusagen. Und Typhon zu besiegen. Das ist so das ultimative Ziel. Also das ist sozusagen meine Basis, die Halle der Götter, so wie es ausschaut. Siege den Kerberos in einer anderen Welt. Da ist noch Gewölbe. Warum ist das nicht erkundet? Begib dich zum Portal. Okay, da ist noch das. Was ist das da? Erkunde die Region von Aphrodites Statue aus. Alright, hier ist. Erkunde die Region von Athenas Statue aus. Erkunde die Region von Hephaistos Statue aus. Das ist kein Gott. Wer ist hier unten? Hier ist natürlich keiner. Also natürlich Aphrodite. Was ist das da? Untersuche den Ort. Okay. Ja. Doof, ne? Benutzen. Aber was kann ich denn hier machen? Verbessere deine Fähigkeiten und göttlichen Kräfte, indem du Charons Münzen einsetzt. Okay. Und was kann ich denn verbessern? Das kann ich gar nicht. Athenas Schub. Ah, das habe ich noch gar nicht. Oder? Ah, ich könnte es erwerben. Ein Spurt nach vorne, bei dem alle Gegner in deinem Weg 5-mal getroffen werden, verursacht bis zu 85 Schaden und 125 Betäubung. Dann habe ich hier der Hammer des Hephaistos. Ein gewaltiger Hammer schlägt auf den Boden und stößt Gegner und Objekte zurück. Oh, das gefällt mir. Die Frage ist, ob ich das überhaupt benutzen kann. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Sag mal. Oh. Ja, trink das Zeug. Erworben, Hammer des Hephaistos. Alright. Dann zeig mal die Details. Oh shit, was ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Bei den Grundlagen. Oh Gott, nee, das brauche ich alles nicht. Oh je. Ja, bla bla bla. Ausruhen.
Alte T gedrückt, um dich an deinen sicheren Ort auszuruhen. Okay. Tränke. Ja. Verbesserungen, der stygische Kelch. Aphrodites Schönheitsstuhl. Hier kann ich noch Quests angucken. Und Lyra-Herausforderungen. Aber wo... Was für ein Menü war das denn jetzt gerade? Y? Nee. Keine Ahnung, was das gerade war. Oder muss ich einfach Shift gedrückt? Oh, Kamera. Ubisoft Connect XP verdient. Zeig mal her. Was habe ich gemacht für einen Erfolg? Was war das? Benutze zum ersten Mal. Nee, das war vor 29 Stunden. Was habe ich denn gemacht? Das ist mit Zeitlimit. Vor 3 Tagen. Erwirb eine Fähigkeit. Okay. Schön. Gut. Dann gucken wir uns die anderen Sachen hier im nächsten Part an. Ich würde sagen, für heute reicht es erstmal. Bedanke ich mich beim Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.